Jetzt. So. Erfrischendes Moin Moin. Herzlich willkommen zurück zu einer Runde Stardew Valley. Hallo YouTube. Hallo Twitch. Hallo Lennox. Ein wunderschöner, hallo. Sonniger Tag wird morgen. Wunderschön. Entschuldigung, wenn ich etwas stinke. Oh, meine Freundin. Ja, ja, das hat Hayley auch gerade gesagt. Was haben die denn die Nacht gemacht zusammen? Ja, weiß ich nicht. Also Hayley macht hier auf jeden Fall nie Sardellen, oder? Sie hat so viel Fisch im Kühlschrank hier. Warum bereitet sie das eigentlich nicht zu? Ich bin froh, dass die keine Salmonellen macht. Hayley, mach mal hier was. Mal Pilzragout oder so. Hayley, ich könnte das alles verkaufen, wenn du das nicht benutzt. Hayley, ich könnte das alles verkaufen. Das ist alles bares Geld. Hering, so einen halben Hering würden wir doch nicht essen, Hayley. Du Röhre, ganz genau. So. Der Kaffee ist fertig. Was ist denn da vertrocknet? Oh fuck, ein Feld wurde nicht gegossen anscheinend. Na dann. Ach, da war die Batterie. Mann! Ich hasse das. So. Kommt die beiden mal weg hier hinten. So, wir stellen jetzt ein bisschen um hier. Sonniger Tag. Bei uns hat es geregnet. Ach, fuck. Ja, das stimmt. Das hat es bei uns auch. Aber bei Stardew Valley wissen wir ja. Bei Stardew Valley ist immer sonnig. Bei uns. Immer. Weiß nicht. Wir haben ab und zu mal einen Regentag, wenn wir Glück haben. Und dann auch nur einen. Hauptsächlich haben wir das nicht. So, machen wir. Ja, die Schotten machen wir erst auf, wenn ich die alle. Wenn ich mich um die Tiere gekümmert habe hier. Heute bist du bei Hühnern, ne? Jawohl, Sir. Hast du den. Ach, das Luxusding ist fertig. Jetzt haben wir ja den Autofeeder. Ah, oh, Luxus. Ach so. Oh, Luxus, dann brauche ich mich da nicht mehr drum kümmern. Luxus. So, Tiere sind raus. Wie sieht denn der Luxusstall aus eigentlich? Geil! Sieht aus wie der andere auch. Aber gut, Autofeeder ist super. Ja, dann gehe ich auch gleich zu Mani. Schreibt schon mal Haushaltsgeräte rein in den Chat. Euer Lieblingshaushaltsgerät. Kaufst ein Schaf und ein Schwein? Ja. Sehr schön. Euer Lieblingshaushaltsgerät. Schreibt das schon mal rein. Dann fahren die Eier in die Kiste, ne? Ach ja. Wir brauchen noch 6. Puh. Ja, da fast zu Mayo gemacht. Ich hab schon gerochen. KitchenAid. Stabmixer. Auch nicht schlecht. Stabmixer und KitchenAid ist gut. Stabmixer ist super. KitchenAid. Dampfbügeleisen. Was machst du denn mit dem Dampfbügeleisen in der Küche, bitte? Machst du dir da Sandwiches mit, oder was? Sous-Vide-Stab. Sous-Vide. Ganz exklusiv, dein Chat heute. Kugelhupfform ist bestimmt auch schön. Ihr Handy im Guru zu gucken. Also. Lachsgaren, das geht doch schon nicht gut. Mit dem Bügeleisen. Thermomix hatten wir schon öfter. Haben wir nicht eins, das Thermomix heißt? Ich glaube, wir haben eins, das Thermomix heißt. Mani ist gerade nicht zu Hause. Wo kann ich denn die Öffnungszeiten sehen? Hallo, Kundschaft! Kannst du mir mal sagen, wann Mani wieder nach Hause kommt? Weiß nicht. Suchst du nach Tante Mani? Ja, tu ich. Wo ist denn die? Wasserkocher. Naja, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Namen für gleich. Haushaltsgeräte, nicht Küchengeräte. Okay, da hat Goro sich vertan. Ach so. Ich nehme auch Haushaltsgeräte. Was war es jetzt? Bügeleisen? Dampfbügeleisen? Das Schwein nennen wir Dampfbügeleisen, so viel schon mal klar. Eierschein, Sollbruchstellenverursacher. Ja. Rouladenklammer. Mein Gott. Ja, gibt schon krasse Sachen im Haushalt, ne?
Ich vielleicht mal eine Liste machen mit Sachen, die wir schon haben hier an Tieren. An Tiernamen. Rouladen hätte ich tierisch Bock drauf. Ich auch. So, warte mal. Wir haben Bruno zum Beispiel. Also, aber auch. Wie viel Holz? Namen, du hast nicht mehr so viel Holz, ne? Geht. Geht. Bruno haben wir. Tierisch Bock. Verstehst du? Lecker Rouladen. Ach, das war immer noch Bruno. Gibt's nicht diese Regel. Das Schnitzel. Schnitzel. Hier oben läuft. Wer bist du? Waffel. Sollte die nicht mal Waffeleisen heißen? Vielleicht hat Eisen nicht mehr gepasst. Jetzt heißt sie Waffeleisen. Die Ente heißt Instant Pot. Hatte ich heute Rouladen, war lecker. Oh, Rouladen. Ey. Ein Huhn fehlt mir noch, Nefi. Ich weiß nicht, wie das heißt. Es ist nicht Bruno. Schnu? Das ist Schnitzel. Schnu heißt das. Auch. Wir haben zu spät angefangen damit. Ja. Neid. Ja. Oh, lecker Rouladen. Lecker Rouladen. Ach, zum Glück haben wir die Tiere nicht rausgelassen, hier, die großen Tiere. Raclette. Raclette. Dann haben wir Kani. Dann haben wir Supergrill 3001. Ich meine, um die schlechten Namen, die keine Haushaltsgeräte sind, rauszumerzen, können wir Chicken Nuggets machen. Schwangerschaft erlauben. Ja, why not, ne? Dann haben wir Hildegard noch. Die Hildegard. Was haben wir? Drei Kühe und eine Ziege, ja. Ja, dann passt's. Ja, und dann machen wir noch andere coole Namen. Was hat mir jetzt? Ach, jetzt muss ich nochmal in den Chat gehen. Sorry, Mates. Stabmixer. Stabmixer KitchenAid fand ich super. KitchenAid war super. Erstmal Induktionsherd. Backform ist auch nicht schlecht. Erstmal den Induktionsherd mit dem Super Burrito breeden lassen. Rouladen. Wasserkocher. Finde ich auch super. Thermomix. Haben wir noch nicht gehabt, deswegen nehmen wir mal den Thermomix mit. Ich schreibe nur auf, Leute. Ich schreibe nur auf. Ich mache nur hier. Erwin Horst und Kai Uwe wären auch mal was. Gar nicht. Also Thermomix gibt es noch nicht, das stimmt. Ich find das Dampfbügeleisen auch nicht schlecht. Es wird aber nicht passen von der Länge. Gebe ich dem einen Versuch. Doch, Bügeleisen wird schon eng. Stabmixer. So. Ja, diese Folge habe ich nicht so viel gemacht, ich habe nur Sachen aufgeschrieben. Aber jetzt wollte ich gerade weiterlaufen, das war mein Stream. Ich habe Holz geholt für das nächste Gebäude. Holzi, Holzi, Holz. Wie viel brauchst du denn? Ich habe 500 Holz gebraucht, aber ich habe mir eben 200 selber geholt. Achso, weil ich hätte sonst nur 844 gehabt. Ja, aber kaum hat er, sagt er vorhin. Hab ich das nicht erwähnt? Hab nicht mehr so viel Holz, sagt er. Mir okay, dann gehe ich eben holen. Ne? Hatte ich das nicht erwähnt? Was? Passt schon. Dunkle Wolken ziehen übers Land. Mhm. Weil ich dein Holz anzünde. So. Oh, jetzt hat Pierre auch wieder zu und. Ja, alles ist zu immer, wenn du dann weißt, du holst was, denkst, ach scheiße, ich brauche noch 200 Holz. Dann holst du das und dann ist es zu. Was soll denn das? Ja, scheiße. Was soll denn das, Stardew Valley? Wie oft kann man in den verbotenen Wald und da Sachen rausholen?
Oh, weiß ich nicht. Was brauchen wir eigentlich noch fürs Gemeinschaftsding? Fürs Gemeinschaftsding brauchen wir einen Apfel. Den scheiß Riffbarsch brauchen wir noch. Es muss noch mal regnen im Sommer. Trüffelöl, Stoff, Apfel, Orange, Pfirsich, Granatapfel. Große Ziegenmilch oder Wolle. Dann brauchen wir noch den Riffbarsch. Oh, und dann brauchen wir noch 3 Äpfel, Granatapfel. Ja, aber Apfel kommt im Herbst, oder? Trüffel, Mohn, Rotkohl. Einmal täglich, echt? Dann. Ab dafür, ne? Oh! Was schmeißen die denn Eisenbarren weg? Hate is gonna hate. Und Mani hat auch schon zu. Morgen früh gehe ich auf jeden Fall zu Mani. Ich da wird eingekauft. Robin. Haus vergrößert. Genau. Haus vergrößern kostet, glaube ich, 50.000 oder so. Ja, ja, nee, das habe ich nie. Wie viel hast du denn jetzt noch? Ich habe 16.500. Dann kann knapp werden mit. Was willst du denn? Größerer Hühnerstall, ne? Ja. Kann 15.000 kosten oder so, glaube ich. 10 habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Zur Not baue ich, und wenn ich ihn nicht bauen kann, baue ich halt den Pferdestall. Scheiß drauf. Dann brauchst du Hartholz für. Habe ich alles dabei. Okay. Ich sag's bloß. Ich gehe jetzt einfach in deine Kiste und nehme alles mit, was wir haben. Freundschaft ist dann beendet, das weißt du, ne? Der hat noch weniger Ordnung als ich. Hat er auch nicht. Das ist meine Verwirrungstaktik. Da muss ich meine coolen Sachen in die geheime Geheimkiste tun. Hm. Hinterm Haus, die meinst du? Nee. Im Haus. Unterm Bett. Das ist mein Safe. Hatte ich die Bäume hier. Das sind keine Obstbäume, kann das? Oder sind das hier nur die Obstbäume? Ich weiß nicht mehr. Musst du wachsen lassen, dann kannst du das sehen. Ich glaub, das soll ich mal gucken, komm? Ich komm mal gucken. So, welche sind die hier unten stehen, sind auf jeden Fall nicht. Die ganz unten, die drei ja da, das sind Obstbäume. Und wo bist du jetzt? Ich bin gerade woanders. Ich hole eben meine Harzdinger von woanders wegen. Oh, was Nefi hier reingecasht hat hier. Wie das aussieht hier. Das Feld. Die unteren also sind die Obstbäume. Die drei unten sind auf jeden Fall Obstbäume. Ich glaube, die rechts habe ich nur gepflanzt wegen Harz, glaube ich. Das hier sieht auch aus wie Obstbäume, die beiden hier. Die kenne ich noch nicht. Die dazwischen, ne? Ja. Die hier. Ja. Also das hier sind normale Bäume. Du kannst die auch rechts klicken, da fallen da manchmal Dinger runter. Oder sind das Maragoni-Bäume? Das kann auch sein, das ist Maragonis. Aber warst du schon bei Robin? Nee. Hat der Zugab. Aber das hört sich so an, als würde da irgendwas klopfen. Ich nicht. Ach so, ich habe gerade Harzdinger angepflanzt an meine Bäume. Ach so. Nefi hat sich ins Bett gelegt. Wartet kurz. Oh boy. Hä? Du hast ja wirklich mein ganzes Holz mitgenommen. Was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Nefias? Ja, das bringe ich gleich wieder. Ich gehe zu Robin, baue die Sachen und leg sie wieder rein. Du hast mir Angst gemacht. Ich will nicht zweimal laufen. Cäsar, herzerfrischendes Moment. Salve. Mann, Nefias, ey, du bist so ein alter... Gauner? Dieb. Ruf die Polizei, Leute. Ich baue das Holz doch für die Allgemeinheit. Sonne morgen. Ah. Such a nice day in Stardew Valley Land. Hast du gut geschlafen? Du hast ein wenig geschnarcht. Ja, jetzt habe ich hier Harz aus dem Baum bekommen. What the fuck? Wie geht's euch?
Ja, mir geht's gut. Wie geht's selbst? Wie geht's den anderen hier im Chat? Ach, Mohn ist das hier. Okay. Ach schon. Ohne Mohn nichts los. Will ich den ganzen Monat bauen? Obwohl, doch. Maja muss erstmal los. Schönen Abend noch, Maja. Cool, dass du so lange noch dabei warst. Und schönen Start in die Woche. Mein Inventar ist voll! Du bist heute bei Hühnern, ne? Ja. Der gute Mohn, ja. Oh, Autofeeder ist auf jeden Fall beste Investition EU-West. Ja, der Autofeeder ist Gold wert. Heute auf Arbeit? Echt? Musst du heute arbeiten? Das ist ja nicht so entspannt dann. So, daraus machen wir neue Saat. Kaffee trinken mit der Schwiegermutter überstanden. Das klingt schön. Kind seit anderthalb Stunden im Bett. Dann ist ja alles wieder gut. Einmal Ruhe. Oh. Ich habe wieder ein Feld vergessen zu gießen. Sinn, okay. Machen müssen. Weil wenn man hier ins Kaffee-Business einsteigen will, dann muss man... Aus was für Bohnen machen Sie Ihren Kaffee denn überhaupt da? Das sind diese Katzenbohnen da. Ah, die ausgeschissenen? Ja. Geil. Von James. Ich wusste nicht, dass das eine spezielle Katze sein muss. Ich habe irgendeiner Katze gegeben, hat sie wieder ausgekackt. Jetzt verkaufe ich es. Dachte, das macht man so. Ja. So, Mädels. Mani, der Shop offen. James kommt jetzt fertig mit der Welt. Ey, du kommst, was soll denn der Müll? Was denn? Ich mach nix. Ja, aber Mani. Ach so. Was macht denn der Laden auf? Das schon, was will der von mir? Ja, hat die Urlaub. Oh, ey. Übermorgen dann frei. Dann wieder am Zoo arbeiten. Nice. So, wenn du frei hast, dann arbeitest du auch. Aber am Zoo. Am 10.10. Um 10, nur 10. Zungen, 10 Zahme ziehen. 10 Zentner Zungen zum Zoo. Mann, die arbeitet nicht. Die arbeitet niemand hier. Kann man mit der Entenfeder irgendwas bauen? Konntest du abgeben fürs Dings. Ja, die haben wir schon. Dann kannst du die jemandem schenken. Mir zum Beispiel. Zwei Eier noch. Oh, nice. Freitag frei, sagt er schon dein Name. Das stimmt. Oh, nee, wir müssen irgendwie auch noch mal in die Skelettmine rein. Ich muss Ebene 25 erreichen. Ich weiß. Ich habe eigentlich nicht so mega viel Bock drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, wir müssen. Du kannst ja schon mal darauf vorbereiten. Mach dir ganz viel Essen zum Heilen. Käse. Wattenkäse. Und dann Karen will ich dadurch. Karen? Karen! Welche Karen? Ich kenne keine Karen. Robin! Oh, ist Dienstag. Ist sie nicht da, ne? Machen die Sport Dienstag oder so? Oh, ich weiß es doch auch nicht, Mann. Wie willst du denn einen Hof organisieren, wenn die alle ständig nicht arbeiten? Einzige, der hier die ganze Zeit arbeitet, ist Gunther, ne? Ist so, das ist ein Mann, der ackert nur. Jetzt gucken, ob die Sport machen. Ja! Eisenbarren auf den Grabstein meines Urgroßvaters. Pardon. Ja, kriegen wir hin.
Moment, Gas war da gerade im Laden. Nee, war er nicht. Welches ist eigentlich die richtige Uhrzeit von der Zeitumstellung? Diese oder die Winterzeit? Winterzeit ist eigentlich die richtige, ne? Weiß ich nicht. Soweit ich mich erinnern kann, ist Winterzeit die richtige. Was mache ich eigentlich, wenn mein ganzer Kaffee weg ist? In was investieren wir dann? Espresso. Espresso. Macht Robin denn heute nochmal Aufnahmesport oder ist nicht? Ich weiß es nicht. Ja, Winterzeit, genau. Winterzeit war die, die richtige Zeit, bevor die die Zeitumstellung eingeführt haben. War Gas im Laden? Gas war im Stardrop Saloon. Aber auch jetzt, oder was? Ja, ja. Gas, hier. Das ist ein Eisenbahn. Hey, du hast meine Notiz gelesen. Natürlich, ich lese alle Notizen. Wo ist denn der Kühlschrank für später? Der steht da. Da ist ein fettes Fragezeichen drüber. Ja, das ist mir ja auch jetzt einmal aufgefallen, ne? So, ich habe bei Willy 6 Herzen. So, ich grabbel nochmal alle. Huch, Willy Cutscene Instant. Alle Mülltonnen kaputt. Ich habe da ein kleines Problem, mit dem ich Hilfe brauche. Oh! Am besten zeige ich es dir einfach. Oh, führt er dich nach hinten in geheim, geheim? Tief ein. Kommt da. Er hat so ein Krabbenproblem hier drin. Und? Kannst du dich drum kümmern? Weiß ich noch nicht. Wie du siehst und riechst, sind die alten Mädels gestern Nacht etwas wild geworden. Mein Experiment braucht noch etwas Arbeit. Ist schön, wie Gore hier durchläuft, aber die Krabben nicht sieht. Hey, geht schon wieder los, Willy? Gas ist auch hier drin. Die sehen wirklich frisch aus. Ja, das sind die feinsten, fleischigsten Krabben, die du jetzt sehen wirst. Obwohl sie ganz schön frech sind. Ist schön, wie Gore so komplett an. Interessiere mich nicht für deine Katze. Ich nehme alle. Natürlich mit ein bisschen Rabatt für die extra Arbeit. Gas casht rein. Ich möchte kurz anmerken, dass Willy gerade den Laden verlassen hat. Nein. Ja. Nein, der ist noch im Laden. Der steht hier vorne und angelt. Sieht aus, als hätten wir sie alle. Macht es gut, die Damen. Nefias, sag es Willy nicht, aber bei mir gibt es in den nächsten paar Tagen ein Sonderangebot für Krabbenkuchen. Ja, ja. Gut, den ersten Step für Willy haben wir schon. Und dann brauchen wir nur noch hinten das Räumchen. Wenn Goro das Räumchen nicht freigeschaltet, kann er dann trotzdem mit mir auf die Insel fahren, Chat? Das würde ich auch gerne wissen. Jeder, der uns bis zum Ende der Saison 100 Blaubeeren an uns liefert, erhält eine beträchtliche Belohnung aus dem Pelican Stadt Landwirtschaftsfonds. Ist das mehr wert als Blaubeeren verkaufen? Sommer ist Blaubeeren, ne? Ja. Wie viel kriegen wir? Ich weiß nicht, wie viel wir kriegen, aber 100 Blaubeeren sollen wir. Das haben wir beim einmal ernten. Ja, aber was ist denn die Belohnung? Das steht da nicht. Ja. Das ist die Frage. Ihr müsst ins Hinterzimmer kommen und dafür braucht ihr das Community Center fertig. Hä? War das, brauchte man das Community Center dafür fertig? Nicht die Freundschaft zu ihm? Na, da hat sich das überhaupt nicht gelohnt, was du gemacht hast. Ist ja egal. Willst du jetzt sagen, ich brauche die 100 Blaubeeren jetzt? Sonst mache ich das alleine. Ich weiß gar nicht, wie viele ich angebaut habe hier unten. Ja, du wirst ja wohl 40 mindestens angebaut haben. Und die geben ja, schmeißen ein bisschen mehr ab als eine. Ah, müssen wir gucken. Nifias. Das kriegen wir schon hin. Irgendwie. Bin mir sicher. Ich pack die Geschenke für die Frau jetzt immer in den Kühlschrank, damit ich die direkt griffbereit habe, wenn sie in der Küche stehen. Das fällt ihr nicht auf. Nee, nee.
Hier, Schatz, greif in den Kühlschrank, kein Geschenk. Greif in den Kühlschrank, hol einen Blumenstrauß raus. Total verwelkt. Hier, Schatz, für dich. Ich muss auch eben das Bild von der Meerjungfrau. Von der anderen Frau, die da runterhängen, oder? So. Der Ziegenkäse kommt weg, der normale Käse kommt hier in meine geheime Geheimkiste. Das sind frische Blumen, ganz genau. Ich kann hier sonst nichts ernten, ne? Mais ist auch nicht fertig, nicht, dass ihr wieder rumschreit. Blumen können länger stehen bleiben, ne? Ja, ja. Ist das nicht so? Ja, ja. Da muss ich eigentlich das hier mal ernten hier. Mani hat ja wieder zugehabt. Ärgerlich heute. Ärgerlich hier in Stardew Valley Town. Geh ich ins Bett. Ne, Heldi ist ja auch noch nicht im Bett. Kommen wir noch nicht ins Bett. Um 10 Uhr gehen die ins Bett. Hast du mein Holz eigentlich mal wieder eingelegt? Oder? Nee, ich war ja noch nicht bei Robin. Sehe ich nie wieder das Geld. Man kann das essen? Was kann ich daraus machen? 10? 14? Wie kann das denn sein? Können wir verkaufen. So, haben wir noch irgendwelche Erze hier, die ich einschmelzen muss? Das kann ich einschmelzen, hier kann ich was einschmelzen, los geht's. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ups, falsche. Ich muss eben Sachen kurz noch hier wegräumen. So. Und die Sachen verkaufen. So, dann ist die packen wir da rein. Okay. Was kostet eigentlich hier so ein Ding hier? Holz und Eisenbarren. Ja, okay. Holz hat Nefi mir geklaut. Eisenbarren habe ich. Kriegst du jetzt in der nächsten Folge kriegst du das wieder. Wenn Robin endlich mal arbeitet. Ich glaube, wenn Seli verbackt wird, mehlig, Nefi hast, das weißt du auch. Ja, werd mal mehlig. Leute, schreibt gerne in die Kommentare auf YouTube, ob Nefi mir das Holz wiedergibt. Ich weiß es jetzt so noch nicht, aber gucken wir mal. Alter, womit verdiene ich hier so viel Geld? Rotkohl. Kaffee? Rotkohl gibt dir richtig viel Cash, Alter. Ich habe gerade 3300 Gold mit Kaffee gemacht. Ich habe 4400 hauptsächlich mit Blumen gemacht. Kaffee, Leute. Ja. Geiler Kaffee, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.